Dennis ist arbeitslos und lebt von Hartz IV. Die Schule hat er nach der 9. Klasse abgebrochen. Seitdem macht er Rostocker Party mit Kumpel Nico. Gehen wir heute Abend wieder Club oder was? Würde ich vorschlagen, ne? Und dann können wir mal hier vortrinken. Ja. Dann abends in den Club. Ich gehe 24-7 Party machen. Dann ist so geizig, ne? Den Überblick über seinen Alkoholkonsum hat Dennis längst verloren. Ich sag mal so, wenn es an einem Tag so 3-4 Bier sind und das jeden Tag, wie sind das so? 2-3-6 oder so, ne? Dazu kommen noch die Schnäpse. Wir gehen dann rüber zu Kumpels, glühen da ein bisschen vor, 1-2 Bier, Shots. Halt so, dass man noch ein bisschen laufen kann. Und dann fahren wir in die Stadt und dann in den Club. Und dort heißt es dann Druckbetankung. Bis zu 4-mal die Woche geht das so. So richtig angefangen, ich glaube, das erste Mal hatte ich mit 14. So dieses harte Zeug. Wodka-Shots, Wodka-E, Wodka-Cola. Weil es ist das einzige Wundermittel, was einen richtigen Kick gibt. Zu Hause kennt Dennis keine Grenzen. Nun liegen im Kloster 8 entbehrungsreiche Tage vor ihm. Naja, es ist halt wie ein Schlag ins Gesicht. Also es kam zu plötzlich auf jeden Fall, dass ich jetzt das Klosterleben miterleben muss. Und ja. Schon die ersten Entzugserscheinungen. Dabei hat das Experiment gerade erst begonnen. 8 Tage ohne Party, ohne Handy, ohne Kontakt zur Außenwelt. Wird der Plan der Mönche aufgehen? Um 20 Uhr am ersten Abend ist die Stimmung bereits auf dem Tiefpunkt. Es ist so extrem langweilig einfach. Man hat nichts zu tun. Hier fehlt einfach ein fetter Fernseher. So. Weil sogar im Knast gibt es einen Tier, es gibt einen Fernseher. Wie heißt der hier, der Vater? Vater Christo Maria. Ich glaube, der weiß dann auch nicht mal, was ein Handy ist. Das ist gerade mal der erste Tag. Das größte Problem für mich hier könnte werden, wenn es mich jetzt die ganze Woche langweilt, so wie es mich eigentlich jetzt auch langweilt. Und ich habe gehört, dass wir irgendwie mithelfen sollen beim Arbeiten. Irgendwie was einzupflanzen, also das können wir gleich komplett vergessen. Ich werde da bestimmt nicht irgendwie draußen, irgendwie, keine Ahnung, Karotten einpflanzen oder sowas. Selbst wenn ich ein Buch lesen würde, gibt es nur eine Bibel. Also von dem her kann ich nicht mal das machen. Also ich bin ehrlich, ich habe noch nie ganz ein Buch gelesen. Hast du nie ein Buch gelesen? Ja, ich habe so ein bisschen angelesen, ne? Rumhängen ist für Adonis nichts Neues. Der 17-Jährige hängt nämlich am liebsten mit seinem Bruder Giacomo auf der Couch ab. Kein Job, keine Schule. Und das Geld kommt von Mama und Papa. Ich wohne mit meinen Eltern. Werde ich auch für den Rest meines Lebens, glaube ich, machen. Er hat halt nachgelassen, was Arbeit und Schule nachgeht. Der hat halt ein bisschen mit sich selber gekämpft, würde ich mal sagen. Weil er nicht aus dem Arsch gekommen ist. Er ist einfach halt manchmal sehr faul. Trotzdem hat Adonis Zukunftspläne. Mein Traumjob, ja, das liegt eigentlich schon auf der Hand. Ich will ein Schauspieler werden. Und auf jeden Fall auf dem Weg so viel Geld, wie man machen kann. Und irgendwann mal nichts mehr tun und einfach nur entspannen. Doch erstmal steht die Woche Kloster auf dem Plan. Ohne Handy, ohne Alkohol, ohne Party. Bleibt den Jungs also nur noch eins. Erstmal draußen eine gute Nachtzigarette rauchen. Es ist jetzt 9:30 Uhr. Hans, was steht sie auf? Was steht sie auf? Oh, wir stehen alle zusammen auf. Wann steht sie auf? Wir stehen alle zusammen auf. Steht sie auf. Ich schlafe weiter. Was jetzt noch keiner ahnt, Kenan scherzt nicht. Deswegen wird sich schon in wenigen Stunden die Situation zwischen ihm und seinem Mitbewohner Johnny kräftig zuspitzen. Der hat sich von der Gruppe gelöst und macht sich im Unterschied zu seinen Mitstreitern schon bettfertig. Wir haben eine kleine Grüppchenbildung schon. Zum Beispiel Adonis ist so ein bisschen wie Best Friend hier mit Kenan. Und der Dennis kommt mit ihm klar. Und ja, man merkt aber trotzdem, es gibt eine strikte Trennung halt von unserer Vierer-Truppe. Und wir haben halt unterschiedliche Ansichten. Ich habe halt nicht verstanden, warum Kenan und Adonis und Dennis, klar, die wollen noch ein bisschen quatschen und so, denen wir vielleicht langweilig. Und die sind ja nur Personen, die ja reden können wie ein Wasserfall. Und dann brauchen sie sich aber am nächsten Tag auch nicht beschweren, dass sie bloß 3 oder 4 Stunden geschlafen haben. Johnny geht dagegen zeitig ins Bett, um morgen rechtzeitig wach zu sein.
Sein Mitbewohner Kenan legt darauf keinen großen Wert. Ich schlafe weiter. Und genau das wird sich schon bald zum Problem entwickeln. Weil es ja eine Todsünde ist, dass ich hier geschlafen habe. So als ob ich jetzt meine Gesundheit gefährde und dann irgendwie jede Nacht nur 3 Stunden schlaf. Ich denke mal, das wird jetzt hier wieder eine Eskalation wieder werden. Vor allem, weil du ja dann weiter schlafen kannst, weißt du, und wir dann aufstehen müssen. Wird Kenan mit seiner Protesthaltung das Experiment gefährden? Tag 2, der erste Morgen. 5 Minuten nach 5. Pater Rupert holt die Jungs zum ersten Morgengebet ab. Aber sind die überhaupt wach? Es rührt sich schon was. Guten Morgen. Der kam in diesem goldenen Anzug aus dem Zimmer raus, war ich erst mal baff. In einem Kloster natürlich gewöhnungsbedürftig. Unsere Gäste sausen in der Regel nicht so rum. Gut geschlafen. Und der Nachbar? Ja, der schläft noch, der liegt noch im Bett. Der sagt mir, ich soll den wecken. Und ich versuche den heute früh 3-mal zu wecken. Und der ist zwar wach, ja, ich stehe gleich auf. Und der steht halt einfach nicht auf. Aufstehen. Boah, ernst? Wir haben einen geregelten Tagesablauf, Disziplin. Wenn ich ins Kloster gehe, muss ich mich dieser Disziplin unterwerfen. Doch Unterwerfung ist nicht Kenans Stärke. Der 18-Jährige hat sich zwar gestern nach seiner Ankunft entschieden, am Klosterexperiment teilzunehmen, aber den Regeln fühlt er sich deshalb noch lange nicht verpflichtet. Seine Mitstreiter denken da anders. Hallo. Kenan, da schläft man. Ich war voll spät schlafen. Ich bin auch gar nicht aufgewacht. Sein Wecker hat irgendwann geklingelt, er war halt schon wach. Lässt uns hier im Stich. Ich nenne es mal ein bisschen faul, finde das respektlos. Das ist Anstand, ich bin ja hier Gast im Prinzip und das ist auch unhöflich. Wir waren beim Gebet, er nicht. Finde ich unfair. Und es hat so quasi die Gruppe ein bisschen gespaltet. Ein Riss durch die Gruppe, der nicht folgenlos bleiben wird. Morgengebet. Alltag für die Mönche. Neuland für die Jungs. Doch die Glaubensbrüder verfolgen einen klaren Plan. Der Wunsch für mich ist, anhand dieser Örtlichkeit, in der sie sich befinden, anhand dieses geistlichen Raumes, in den sie eingetreten sind, ein Stück weit sich selbst besser kennenzulernen, wahrzunehmen. Die Mönche wollen ihre Gäste nicht bekehren. Die jungen Männer sollen zur Ruhe kommen und in ihrem Leben einen Sinn entdecken. Dabei helfen Rituale. Aber auch die brauchen Übung, wie sich gleich am ersten Morgen herausstellt. Ich habe die Texte nie gefunden. Da musste er mir dann halt immer zeigen, wo wir gerade sind. Und selbst dann habe ich es nicht gefunden. Und dann habe ich einfach so getan, als würde ich lesen. Aber ich wusste überhaupt nicht, wo wir sind. Es ist nervig und langweilig zu einem, sag ich mal. Und dass sie sich gar nicht stören lassen haben. Und das war halt langweilig. Und ich konnte halt irgendwann auch nicht mehr stehen, aber auch irgendwann nicht mehr sitzen. Einkehr und innere Ruhe finden. Das macht die Jungs ganz zappelig. Und hier im Kloster wird 5-mal am Tag gebetet. Das zweite Gebet findet gleich nach dem Frühstück statt. Diesmal mit Kenan. Mittlerweile ist es 8 Uhr und er ist auferstanden. Zwar mit 3-stündiger Verspätung, aber dafür frisch gestylt und mit überzeugender Erklärung im Gepäck. Dass ich nicht aufgestanden bin, also es hieß, dass wir abgeholt werden. Ich habe mir halt auch keinen Wecker gestellt. Ich dachte mir, dass ich durch seinen Wecker aufwache. Bin noch aufgewacht, dann bin ich wieder eingeschlafen. Ich hätte auch einfach sagen können, Kenan, wir müssen jetzt los, dann wäre ich auch mitgekommen. Aufstehen. Boah, ernst? War überhaupt nicht böse gemeint, ich habe noch ein bisschen länger geschlafen. Die Mönche verstehen die Gebetszeiten als eine Einladung. Nutzt den Moment zur stillen Einkehr. Kommt zu euch, findet den Sinn des Lebens. Doch Kenan hört nur, du sollst beten. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich morgen auch nicht um 5 Uhr oder um 7 Uhr irgendwas aufstehe, weil ich nicht einsehe, dass ich dann mit um 5 Uhr zum Beten gehe, weil ich ja selber eh nicht bete. Und ja, also so früh aufstehen, das ist eine unchristliche und unmenschliche Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Pater Beder vermutet noch etwas anderes hinter dem Unwillen. Kenan ist Moslem und das Christentum ist ein fremder Glaube für ihn. Ich hatte den Eindruck, dass er sich nicht gut auf die Sache einlassen konnte. Also er war eher so der, der eben nicht mitmacht und auch ein Stück weit so das Gefühl vermittelt, na, eigentlich geht mich das hier so richtig nichts an. Das ist eben nicht seine Religion. Da hat er sicherlich vor seiner eigenen Oma oder vor der Großtante mehr Respekt, als dass er sich groß jetzt hier auf dieses institutionelle Christentum und diesen Ort hier einlässt. Auch der nächste Programmpunkt entspricht offensichtlich nicht Kenans Geschmack. Die Jungs sollen bei einer Klosterführung innerhalb der nächsten 2 Stunden ihr neues Zuhause besser kennenlernen. Skulpturen ausgestellt aus dem 15. Jahrhundert. Ein Museumsbesuch langweilt mich eigentlich meistens immer, weil es immer Sachen sind, die mich eigentlich nicht interessieren. Also ich bin jetzt nicht so krass, wow, mein Gott, durch die Gegend gelaufen. Aber ich glaube schon, dass wir alle Interesse vielleicht auch vorgegaukelt haben. Ich weiß es nicht, ob man dann wirklich Interesse hatte oder ob man einfach nur aus Höflichkeit nochmal was gefragt hat. Ob der Seitenhieb etwa Johnny gilt? Der scheint sich ja wirklich für seine Umgebung zu interessieren. Sind Sie eigentlich als Mensch auch so sportaktiv oder Interesse irgendwie? Zum Beispiel für Fußball? Ja, könnte ja sein. Na, also ich bin sportlich nicht mehr tätig. Im Urlaub, wenn ich baden kann, mal mache ich das. So ein Höhepunkt, wo ich mich aufgeregt habe, war beim Kenan. Es war halt genau in dem Moment, als ich die Frage gestellt habe, oh, also das fand ich schon ein bisschen unangebracht. Finde ich einfach auch unhöflich. Einfach. Ich muss auch keinem was beweisen. Ich bin einfach so, wie ich bin. Wenn Leute damit klarkommen, freue ich mich. Wenn nicht, dann müssen wir nicht unbedingt Sympathie füreinander empfinden. Kenan zieht sein Ding durch. Offensichtlich ist es ihm egal, wenn er sich damit von der Gruppe isoliert. Pater Rupert findet sein Verhalten ungewöhnlich. Die Mehrheit der Menschen suchen Gemeinschaft. Wenn man nicht ein ausgesprochener Einzelgänger ist, sowas gibt's ja auch, die gar keine Gemeinschaft wollen. Ich meine, Kenan ist ja der, wie soll man sagen, die profilierteste von denen. Er ist ein Typ, wenn ich den in der Schule gehabt hätte als Lehrer, ich glaube, ich hätte den gleichen Zirkus gehabt mit ihm, der jetzt hier ablief. Bin selber gespannt, wie er jetzt sich diese Tage noch macht.